Unter normalen Umständen wäre ein Aufenthalt in diesem Raum lebensgefährlich. Die Leute besichtigen gerade einen Dampferzeuger und stehen direkt in der Brennkammer. Natürlich nur ausnahmsweise, denn hier tobt im Regelbetrieb ein wahres Höllenfeuer. Das Unternehmen Enviatherm hat es aber am Samstag möglich gemacht und ihre Plauener Anlage für die Bevölkerung geöffnet. Damit wurde das Jubiläum 70 Jahre Fernwärme für Plauen begangen. Diese Besichtigungen waren der Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Wann sonst hat man schon mal die Gelegenheit, genau dort zu stehen, wo sonst meterhohe Flammen die Wände hinaufzüngeln und das dahinter strömende Wasser erhitzen. Bevor das aber in die Heizkörper in den Plauener Wohnungen gepumpt wird, verrichtet es direkt neben der Brennkammer noch wertvolle Arbeit. Mit dem Dampf wird eine Turbine angetrieben, die elektrischen Strom erzeugt. Von den Abgasen her eine saubere Sache, denn der Kessel wird mit Erdgas befeuert. Früher wurde hier mit Kohle geheizt, daher der hohe Schornstein. 172 Meter wären bei der heutigen Befeuerung zwar nicht mehr nötig, aber die Esse steht nun mal da. Diese technischen Besichtigungen waren natürlich nicht das Einzige, was Enviatherm für das Jubiläum vorbereitet hatte. Auch das Rahmenprogramm war ein Muss für alle Altersgruppen.